Köhler aussteigen. Sonst knall ich dir die Birne weg. Steig aus, Köhler, jetzt. So, siehst du genau, guck mir genau ins Gesicht, in die Augen, ja? Und jetzt sag mal meinen Namen. Er ist Jan, sag mal Jan. Ja, sag nochmal Jan. Sag, ich werde nie wieder irgendein dummes Zeug labern, Jan. Nie wieder, Jan. Auf zu nuscheln. Nimm die Zähne auseinander. Nie wieder, Jan. Ja, nie wieder. Ich habe Infos bekommen, ne? Köhler verlässt gerade das Gefängnis. Beziehungsweise das PD. Könnt mal. Ja, lass uns beide fahren, jetzt komm. Fertig, wenn du denkst, du bist fertig, Finn. Du fährst. Hast du die Nummer von. Wie heißt sie nochmal? Lynn. Die Infos ranholt, rothaarige. Ja, fahr schon mal Richtung PD. Ruf die mal an, weil die hat gesagt, sie fährt dahin und guckt schon mal. Ja. Komm mal zu mir gefahren. Mhm. Komm mal zu mir gefahren. Ja. Hier links, das grüne Auto, ne? Siehst du das rechts von dir? Ja. Das gehört ihm. Fahr mal hier geradeaus und dann links in diese Gasse da. Warte da. Mhm. Ja. Ja. Kommt jetzt. Kommt jetzt raus? Ja, fahr vor. Warte. Motor an. Ich hab Motor an, ja. Er ist gerade noch am Telefonieren. Der geht so eine. Genau gegenüber geht so eine Garage hoch. Soll ich da vorfahren? Nee, das ist auffällig. Kommt jetzt gleich. Ja, ich chill dann hier in der Gasse. Er hat Anzug an, rote Krawatte, Melonenhut. Also vom PD ist auch mega kacke, Digga, wenn das Auto hier steht. Weißt du, wie ich mein? Eben. Sonst, genau. Nee, der läuft gerade weg. Ja, läuft hin und her nur. Ja, wenn er in sein Auto einsteigt, Digga, steigst du direkt mit ein. Und er soll ein Stück fahren. Ich fahre hinterher und wir packen den um, weißt du? Mhm. Das ist so auffällig, Digga, wenn ich, weißt du, wie ich meine? Können die vom PD eine Knarre am Kopf halten. Ja, deswegen warte ich, ob sie hier weggeht. Fahr dem hinterher. Ja, steig ein. Er packt um. So. Unsere Chance. Naja, hol was aus dem Kofferraum. Schlecht. Kommt, der ist in einem schwarzen Schieberreck. Am PD gerade, wir verfolgen den Feind hinterhästig. Warte, ist nicht so auffällig. Doch, fahr straight hinterher. Ja gut, dann ruf ich Jason so lange an. Okay. Bleib straight dran. Der darf ruhig wissen, dass wir ihn verfolgen. Okay. Lass ihn hier einpacken, sofort. Steig aus. Köhler aussteigen. Sonst knall ich dir die Birne weg. Steig aus, Köhler, jetzt. Chill, Bruder. Jetzt aussteigen. Steiger ist besser für dich. Bruder, was ist das Problem? Burrito. Zack, ich einsteigen sofort. Was ist das Problem? Erklären wir dir in Ruhe irgendwann. So. Komm mal, fahr mal hier weg. Naja. Wir haben ihn. Gerade FIB-Garage, Tunnel. Ja. Weiß ich nicht, sag du. Fahr wieder Ölgelände. Okay. Meine Fresse. Wir haben es einfach nochmal versucht. Was ist denn? Ja, für diese Frage. Ich hab dich oft genug angerufen, um das vernünftig zu klären. Du hast immer aufgelegt. Gerade wann haben sie mich denn angerufen? Ja. Heute ja wohl nicht. Jo, danke schön. Du hast einen Freund Geld geklaut, mal wieder. Und fast getötet. Ja, du hast mal wieder einen Kollegen von uns Geld geklaut. Bitte, was wem denn? Ja, du hast jemanden mit einer Machete attackiert. Bitte? Ja, vor ein, zwei Wochen circa.
Nee, hab ich nicht. Doch. Und dadurch ist eine Menge Geld verloren gegangen. Wer soll der denn gewinnen? Bitte. Sie labern gerade aber gehörig riesen Scheiße. Nee. Soll ich mal anhalten, dir in die Fresse hauen? Sei nicht so frech da hinten. Ich bin nicht frech, ich sag die Wahrheit. Mhm. Ja, das wird sich gleich klären. Welche meinst du? So, ja, okay. Wir kommen, bis gleich. Ja. So, steig wieder in das Auto, wir fahren woanders. Okay. Lode Waffe runter, Herrgott. Ich hab dich schon verstanden. Steinbruch. Ja. Oh, die links stehen, siehst du, ne? Naja, ich fahr runter. So, Aussteinfotze. Mitkommen. Warum habt ihr keine Masken auf? Scheiß drauf. Zu dem mit dem Gelben. Digga, der soll schon sehen, wer ich bin. Jalla. Mitkommen. Was machst du für Scheiße immer? Er soll sich ausziehen. Ihr, was soll ich gemacht haben, bitte? Mach dich nackig, genau. Zieh dich mal aus. Und setz dich hin. Siehst. Auf so weit steht er, oder? Nö, der Anzug gefällt mir nämlich. Nimm die Melone. Alles, was du in den Taschen hast, tust du jetzt in den Rucksack. Deine ganzen Klamotten, dein alles was du hast, Munition, Stichwaffen, alles. Ja. Danach setzt du dich auf den Boden. Guckst in die Richtung, wo die Autos stehen. So, ich hallo, sag dir die Herren. Das erste und das allerletzte Mal solltest du jemals den Namen Kiez im Zusammenhang mit Polizei erwähnen, dann schneide ich dir deine hässliche Zunge ab. Hast du das verstanden? Yeah. Wenn du noch einmal zu den Bullen rennst und rumweinst, dass du Schutz brauchst vor dem Kiez, weil wir dich einpacken wollen oder was ob auch immer. Ob ich weit brauche? Ja. Schneide ich dir deine hässliche Zunge ab und schieb sie dir in den Arsch. Ich verwechsel mich mit jemandem. Du heißt Dieter Cola, bist eine Missgeburt und weinst. Hier schon mal abgezogen. Du hast schon mal das Spiel gespielt mit dem weinerlichen kleinen Bastard, der nichts weiß von dieser Welt. Zwei Tage später hast du jemand mit einer Machete attackiert und warst noch wieder ein Gangster. Nein, halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Ich hab keinen Bock mehr, mir die Scheiße von dir anzuhören. Du hast uns letztes Mal verarscht. Ich war gnädig zu dir und das war ein Fehler. Es war ein Fehler, dir Gnade zu weinen, weil du eine Fotze bist. Ist der mit der Machete attackiert wurde, hier vor Ort? Der kommt jetzt. Ja gut, auf den warten wir. Und solange hältst du deine Fresse. Bruder, pass auf, nicht, dass ich hier runterfällt. Ist mich nervös. Wollte ich auch gerade sagen. Achso, das war er, ne? Dieter? Oh ja. Wie alt bist du? 55. Wenn du heulst, hau ich dich. So eine ekelhafte Missgeburt mit 55 Jahren. Null gereift, Digga. So ein ekelhafter Bastard bist du mit 55 Jahren. Ey, gleich, wenn du heulst, hau ich dich, Digga. Hör auf. Ich schwör, das gibt mir richtig auf den hier. Digga. Sir, yes, sir. Spielst hier irgendeine Heulerei, Digga. Nervt mich richtig sowas, Digga. Wenn eine Pussy den Arm genommen werden will, Alter. Guck an, wunderschönen guten Abend, Dieter. Wer ist der? Dieter, weißt du noch, wer ich bin? Eine Maske auf dem Kopf. Der T-Shirt auf dem Kopf. Bitte oder? Ich. Hä? Dein T-Shirt auf dem Kopf. Ach, der hat ein T-Shirt auf dem Kopf. Aha. Dieter, kennst du meine Stimme? Nee, bitte, wer sind Sie? Wer ich bin? Ich bin der Herr, den du vom Krankenhaus vor zwei Wochen auf einem Sonntagabend mit einer Machete bearbeitet hast, du kleiner Penner. Bitte, was? Kleiner Penner. Oh, kleiner Penner. So, kleiner Penner. Das war ich nicht. Das warst du nicht. Möchtest du mir erst mal wartet, stopp, wer ist Lucio hier? Ja, ich bin da. Könnt ihr mal da lassen, wo der gerade mit dem gelben Hemd steht? Ja, Moment. Ich hol mal eben meine Zange. Ich hol mal meine Zange. Der ist so spannend, ne? Ja, meinst du, wenn man seine Wimpern rauszieht, tut das genauso weh? Bruder, ich schwör, Wimpern zopfen. Wimpern, also... Ach, Wimpern! Wimpern! Nein, Bruder, mach kein Auge, Digga, das ist zu doll, Digga.
Dann lieber Nägel oder Finger abschneiden. Ich schwöre bald, schneid mir lieber einen Finger kurz ab, als einen Wimper rausreißen. Bruder! Oh, was ist das vor, Bruder? Dein Auge! Guck mal, hab ich nie drüber nachgedacht. Wie böse das ist. Stell dir vor, mit einer Pinzette hängst du an den Wimpern. Ey, Lockenkopf, verpiss dich jetzt mal vor mir. Alles entspannt. Ja, wo du rutscht aus, Bruder. Geht ihm die Wimpern. Bruder, wir haben keinen Tussi dabei. Hat jemand Pinzette? Oh, ist das geil. Steinbruch. Wir sind oben, sag mal, hochfahren. Erkennst du meine Stimme wieder? Weißt du noch, wer ich bin? Ja, das ist Sandweg. Dum, dum, weißt du noch, was wir letztes Mal was mit Schiff alles klar, mach das. Hatte? Bitte. Bitte, sagt er. Warte, ich geb dir einen kleinen Gedenkanschluss. Ich kann das nicht sehen. Ich knie mich mal hier vor und halt das mal schön an dein Bein dran. Fühlt sich das nicht schön kalt an? Erweckt das Erinnerung? Nee! Scheiße! Hör sie auf! Sofort! Bitte! Ich gebe alle zu, was sie möchte und nicht zugeben soll. Bitte! Ja, aber, bist du schwul? Das ist langweilig. Nee, Dieter, du hast letztes Mal schon Scheiße gebaut und baust wieder Scheiße. Glaubst du, du kommst diesmal wirklich ungeschoren davor, ohne dass ich eine Trophäe mitnehmen darf? Ich bin aber nochmal ganz gnädig. Welcher Nagel soll es denn sein? Darfst du dir aussuchen? Ekelhaft, welcher Nagel darf sein? Wer kann sich denn sowas angucken, ihr ekligen kranken Bastarde, Digga? Gar nichts. Ich nehme jetzt den dicken rechten, okay? Geil, Bruder. Digga. Also geil, du Ekliger! Das muss ich mir näher angucken. Guck mal, ich geh jetzt ganz langsam. Ja, du hättest die Schnauze! Warte mal. Du hast also wen attackiert? Mich, den Inder. Hast du? Im Krankenhaus. Was? Eine kurze Frage. Hast du diagnostizierte Schizophrenie? Hab ich schon bald. Diagnostizierte Schizophrenie? Nee, ich hab gar gut, alles klar. Also, warst du da? Hast du jemanden mit einer Machete attackiert oder nicht? Wann soll der denn gewesen sein? Digga, Alter, wie oft passiert dir das denn? Passiert dir das mehrfach im Monat, dass du nicht mehr weißt, wann das gewesen ist oder was? Nee, aber... Um genau zu sein, um 11:30 Uhr, Nacks. Ich geb's so scheiße, aber... Ja, siehst du. Ja, nö, in Ruhe. Lassen wir dich nicht, aber den Kleinen, wir werden jetzt nichts mehr rausziehen. Kannst du ruhig aufhören. So das viel. Problem ist, dass wenn wir jetzt 20.000 Euro schulden. Wieso hast du zu viel gegeben? Was habe ich zu dir gesagt? Ich bin schon ein bisschen alt. Ich habe nicht mehr das beste Gedächtnis. Soll ich dir ein bisschen auf den Sprung helfen? Ich habe zu dir gesagt, und das habe ich zu dir gesagt, genau das habe ich zu dir gesagt. Ich habe zu dir gesagt, pass auf, du hast jetzt geweint, das tut mir leid, du bist da in irgendwas reingeraten, wo du vielleicht nicht drinne sein willst, wähle einen anderen Weg. Dann habe ich dir gesagt, machst du das nochmal, wird das scheiße für dich enden. Haben wir dich da stehen lassen und dich einfach gehen lassen oder haben wir dir was angetan? Sie haben mich gehen lassen. Genau. Warum? Ja. Hättest du mich gehen lassen? Ja, oder wäre mit Machete auf dich gegangen. Warum lügst du schon wieder? Sag mal, kann ich Ihnen jetzt mal ein bisschen was anziehen, damit ihr mal ein bisschen klarer redet? Sie waren sehr großzügig. Und warum hast du diese Großzügigkeit gleich 3 Tage später ausgenutzt? Ich hab dir gesagt, wenn das nochmal passiert, werde ich dir etwas tun. Dieses Mal lasse ich dich gehen. Du greifst wieder jemanden mit einer Machete an, zufällig einen der Menschen, die ich am längsten auf der Welt kenne. Ja, und jetzt? Das wohl, Scheiße. Ja, sag mal. Das war eine Kurzschlusshandlung. Ja, Kurzschlusshandlung kenne ich. Hab ich auch schon gesagt. Warte, nein, ey! Oh, das war eine Kurzschlusshandlung, sorry. War eine absolute Kurzschlusshandlung. Guck mir ins Gesicht, guck mir ganz genau ins Gesicht, ja? Kann er doch gar nicht mit dem Lappen. Den hat er nicht mit dem Lappen. Guck mir genau ins Gesicht, ja? Siehst du mein Gesicht? Warte, ich habe extra meine Mütze ab. Guck mir genau ins Gesicht, sogar meine Brille nehme ich ab. Warte, Bruder. So, siehst du genau, guck mir genau ins Gesicht, in die Augen, ja? Und jetzt sag mal meinen Namen. Er ist Jan, sag mal Jan. Ja, sag nochmal, Jan. Sag, ich werde nie wieder irgendein dummes Zeug labern, Jan. Nie wieder, Jan. Auf zu knuscheln. Nimm die Zähne auseinander. Nie wieder, Jan. Ja, nie wieder. Du elendiger Hund. Er lügt eh, wenn er den Mund aufmacht. Hat er sich selbst so zuzuschreiben.
Ruf aber Medic hier. Nee. Ja, ich sag Tag, ja. Medic, Digga. Nie wieder. Das Ding ist, er lügt, wenn er lügt und er lügt, wenn er den Mund aufmacht und er lügt 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 und er lügt. Und ich sag dir einen weiteren, das Ding ist, er wird nicht einen Dollar an dich bezahlen und jetzt hat er dafür bezahlt. Ja. Mit einem Kugeln in der Brust, fertig. Ja, und wenn er zu dem Bullen rennt, Zunge ab, ganz einfach, Bruder. Ruft ihm ein Medic auf jeden Fall. Er hat ihn ja nicht in den Kopf geschossen. Sag ich doch Medic rufen, Digga. Es ist etwa Krankenhaus, schnell! Ja. Zurück, Bruder. Hä? Ich soll Krankenhaus schnell und ja, komm, komm zurück, unser Tank ist leer. Ach so. Alles klar. Jan, juckt dein Ohr, oder was? Ich will telefonieren. Herr Luis, ich rufe dich gleich zurück, wir müssen kurz jemanden bimsen. Gleich. Oh, schon wieder er. Ja, was ist schon wieder er? Das ist mein Bruder. Hä? Du meinst... Ach. Krankenhaus, ne? Ja, ja. So. Ah, hier... Oh. I'm sorry. Reden wir zu drinnen? Reden wir jetzt wieder vom Kühler, ja, ja, oder was? Direkt. Keine Ahnung, Diego hat mich angerufen, er meinte, irgendeiner hat große Fresse gegen Kiez gemacht. Ja, Digga, dann kriegt jetzt große Fresse zurück. Wohin geht mir? Jemand hat große Welle. Wer schon ja, wieder? Wir sind da. Wer jetzt? Rote Tornado? Ja, alles klar. Einmal aussteigen. Einmal sofort aussteigen. Mal aus, Digga. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Geht doch. So. Du das Schweinenase. Ah, Waffe? Pack mal deine Waffe ganz schnell weg. Digga, mach der Letzte. Waffe weg. Okay, Waffe weg. Komm. Mit deiner Waffe. Oder man hinkt mit deinen Maulleuten an, wenn man seit zwei Wochen hier ist und einen auf dicke Eier macht. Gib mir deine Pistole bitte. Hier, ich bin der Gelbe. Wir gehen davon. Ey, wir gehen jetzt erstmal hier weg. Ja, ja. Komm mal ein paar Schritte mit. Missgeburt, Junge! Ab, schnell, 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 abhauen! Hört ab, hier oben ist, genau, hört ab, hier oben, das ist FLB. Oh, alles gut, ich gehe das hier. Ist jetzt hässlich drin? Hässlich? Was ist das für ein Heli? Das ist nur, vom Krankenhaus der Helikopter. War der Typ geistig behindert? Ah, lass es einfach unkommentiert. Er meint ja, wer er ist, Alter. Digga, zielt mit der Waffe auf dich. Digga, was ist mit ihm los? Oder lass die Scheiße. Was hat er überhaupt gemacht? Warum ist Diego denn so aggressiv geworden? Weil er schlecht über uns geredet hat. Der hat uns umgeredet. Ja, ey, Digga, nach der Aktion jetzt vom Krankenhaus, Füße stillhalten ein paar Tage. Mhm. Digga, das war heute der dritte, auf den ich geschossen habe. Ey, im Ernstfall habe ich nicht geschossen. Ich war nur mit. Ja, genau. Und dreimal an einem Tag reicht auch wieder für 5 Wochen. Ja, Digga, ich hab schon wieder Schnauze. Also nein, ich möchte auch, dass wir uns jetzt wieder die nächsten Tage komplett wir dürfen uns gar nicht konfrontieren mit solchen Menschen. Ja, aber Bruder, die Sache ist so, zum Beispiel, wohin waren wir am Lager? Da kommt einer an. Ja, aber das jetzt gerade wird ein Nachspiel haben. Das wird keiner kleinreden. Da wird jetzt gleich was passieren. Meinst du? Ja, im Krankenhaus geht's safe. Nicht. Also ihr könnt eure Waffen alle weg. Ihr müsst eure Waffen loswerden. Seht zu, dass die in den Kofferraum kommen. Da sind die Bullen, ne? Tu sie in den Kofferraum. Schnell, schnell, schnell. Tut die Waffen in den Kofferraum.